Hallo. So, meine Freunde, wie man's da am Start für euch. Und wir haben heute vor, eine Generations Box aufzumachen. Und zwar keine geringere als die Pikachu Xbox. Und die Pikachu Xbox sieht richtig schick aus. Und ich hole sie mal nach oben. Und da ist sie auch schon. Die Pikachu Xbox mit einem fucking Evil Pikachu. Also, wenn das Auto von Pikachu permanent so cool wäre und so böse, ich würde das echt öfter spielen. Wie immer, 4 Packs mit drin. Ich hätte sie vielleicht mal vorher schon aufmachen können. Und eine große Promokarte. Wir gucken uns das Ganze gleich an. Ich werde das Ganze jetzt hinter der Kamera natürlich aufreißen. Und es geht sogar ganz relativ einfach. Und schade, kann man leider nicht so abziehen, wie ich mir das gerade so gewünscht hätte. Oder? Doch, geht nicht. Und da ist die Folie schon weg. Das Ganze gibt es bei Get to the Games, man kann es auch überall anders holen, also es gibt es bei GameStop, kann man sich die Boxen vorbestellen lassen, etc. pp, da gibt es genug Möglichkeiten. Ich kann es euch bloß empfehlen, hört es vielleicht, geht immer relativ bescheiden auf. Ich kann es euch bloß empfehlen, wenn ihr Kartensammler seid, bestellt euch die Boxen vor oder holt sie euch, denn die Karten gibt es wie gesagt bloß dieses Jahr und sind zum Jubiläum von Pokémon, von daher werde ich mir das Ganze jetzt mal aufmachen. Haben mir schon alles entgegengefallen. Codecard ist meine. Unsere Packs. Ah, die Pikachu-Karte will ich noch nicht raus. So. Der Fall hat runter. So, unsere große Pikachu-Karte. Die ist relativ nah, die gefällt mir echt gut. Allgemein gefallen mir die Promokarten von den Generations-Packs echt gut. Die sind richtig schön gemacht. Und die wird es auch im Pokémon Evolution Set wahrscheinlich als Secret Rare geben. Also da könnt ihr euch schon mal gefasst machen. Wenn wir die ziehen, dann ist echt AFK-Rubbeln angesagt, Leute. So, wir haben den Eisenschweif. Wirf eine... Ne, warte mal, kannst du auch hier lesen. Obwohl, ne. Wirf so lange eine Münze, bis zum ersten Mal das Ergebnis Zahl kommt. Dieser Angriff fügt 30 Schadenspunkte mal der Anzahl Kopf zu. Für eine Energie kann man auf jeden Fall nehmen. Und der Hochspannungsfunke macht 50 Schläge an dieses Pokémon angelegten Elektroenergien auf den Ablagestapel. Dieser Angriff fügt 50 Schadenspunkte mal der Anzahl angelegter Energiekarten zu. Kann man auf jeden Fall machen, ist nicht mal schlecht. Also von daher, Pikachu ist gar nicht mal so kacke als die X-Karte. Und wir nehmen Pikachu natürlich auch als Glückspack, denn es fällt schon runter, es ist einfach das Pokémon der Box und von daher ist das Pokémon der Box Glückspack jetzt einfach mal. Und wir fangen an mit Glurak, dann Turtok und dann Bisaflor. Die Bisaflor-Box werde ich mir natürlich auch noch organisieren, irgendwann. Denn als Sammler sammle ich natürlich die Boxen und von daher brauche ich sie. Ich brauche sie einfach alle. Und wir gucken mal, ob wir jetzt mehr Glück haben oder allgemein Glück haben. Und was im Generations Pack so drin ist. Wir haben ein Psiao, Golbat, die Evo Brause, Pipi, Dicta, die Wasserenergie, Carpador, ein Rural Safcon, eine Flamari X und ein Dictree. Das ist ein letztes, meistens nie eine X bei mir. Aber wir haben wenigstens eine Flamari X Karte. Und die ist echt gut, Leute. Die kann man sogar spielen im TCG, weil die gar nicht mal so schlecht ist mit dem Kampfgürtel. Ist die sehr, sehr spielbar. So, erste Pack und ist schon mal in die X-Karte rausgesprungen. Von daher würde ich denken, gar nicht mal so schlecht. So, zweites Pack. 1, 2, 3. Und wir gucken mal, was drin ist. Wir haben Wablu, die Evo-Brause, die Pokémon-Standard-Dame, Ponita, Carpador, die Pflanzenenergie, Dicta, Reverse Snubbilicat, noch eine Flamara-EX-Karte und ein Dodri. Ich dachte, ich habe hier irgendwie eine Flamara-Nest gefunden. Also wenn ihr mal Flamara-EX-Karten braucht, ich hätte da ein paar abzugeben. Ich habe sie in Masse momentan da. Ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich schick. Nummer 2 ist hier die Rache der Flamara EX-Karten heute.
Na komm, geh auf. 1, 2, 3. Dass die sich immer so wehren wollen, wenn sie aufgemacht werden. So, Knilz. Der hab ich gar nicht gesehen jetzt, die Karte, ey. Austos, die Pokémon Center Dame. Die Psychoenergie. Mauzi, Tangela, Paras, der Reverse Pokéball, ein Holo Sabayone und ein Gengar als Holo. Nicht schlecht, aber keine EX-Karte dabei. Das heißt, Bimon ist traurig. Und wir haben jetzt noch unser Pikachu-Pack. Was muss ich in meine Karten sortieren? Oder was er gesagt, in eine geordnete Bahn bringen. So, das Pikachu-Pack. Guckt böse, nicht ganz so böse wie auf dem Artwork, aber trotzdem guckt's böse. Und wir gucken einfach mal, was drin ist. Jetzt, gut, da jetzt ein Blitzer drin ist, ich würde so lachen. So, wir haben ein Glumanda, ein Georock, der Revitalisierer, die Pflanzenenergie, Ligda, Paras, Pikachu, ein Reverse Mashok, unsere dritte Flamara EX und eine Garados als normale Rare. Wir haben ungelogen in einem Pack 3 Flamara EX gezogen. Also die Kartensortierer sind echt geil. Also wenn jemand eine Horde Flamara EX braucht, ich hätte eine Horde da, also wenn ihr so wollt, könnt ihr sie kriegen. So, Pikachu, oh, das Outfit ist echt cool, vor allem mit Electek und Blitzer im Hintergrund, echt nice. Dann 1, 2, 3 Flamara EX, hatte ich noch nie sowas. Also, man kann sagen, hat sich gelohnt für uns, hat sich gelohnt. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da und wir sehen uns im nächsten Pack-Opening oder allgemein im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao.